denn aus, so ein Meteorit? Hm? Sieht denn so ein Meteorit aus? Den siehst du. Den siehst du. Glaub mir. Hat etwas Krater-ähnliches. Hoffentlich ist er nicht in unserem Haus gelandet. Das ist ja ziemlich scheiße, das ist mir aber noch nie passiert. Truhen können aber nicht kaputt gehen, da kannst du sogar Lava drüber gießen, ne? Außer andere Leute machen sie kaputt. Du müsstest aber erst alles rausnehmen, du kannst keine Truhen kaputt machen, wo noch Sachen drin sind. Bade. Ja, ich meine, bei Minecraft gehen die ja auch zwar kaputt, aber die Materialien sind ja nicht kaputt. Sei denn, du machst halt mit Lava. Ab selbst das, da kannst du hier noch das zurückholen. Guck mal, der hier ist neu, ne? Der Weapon Dealer müsste jetzt gekommen Dominik. Sein. Ja, illegale Gun Parts. 100 Gold, ne? Mini Shark, 75. Der Mini Shark, ja. Der kann später noch zu einem besseren Shark verbessert werden. Das ist die beste Fernkampfwaffe, die es gibt im normalen Spiel. Im normalen Spiel. Der hat eine 33% Chance, nicht Ammo zu consumen, ja. Ja, genau. Das ist quasi das, auch die bessere Version hat das auch noch, und das ist, deswegen ist das auch die beste Waffe, ja. Du brauchst damit nicht so extrem viel Zeug, das schießt extrem schnell, ja. Ja. Kostet 35 Gold, also den müssten wir eigentlich kaufen, das wäre richtig geil. Naja, ich habe jetzt 5 auf der Hand und ich glaube 3 oder so sind bei mir noch Lager. Ich habe 10 im Lager und ich habe jetzt 4, lag ich gerade ein, also 14 habe ich, naja. Ich werde aber mal hier die Rüstung austauschen. Big Stack, ich habe jetzt 15. Ah, nice. Ich werde meine ganzen Crap verkaufen. Nicht ja, dann haben wir es doch vielleicht sogar schon. Ja, aber eine ja nur. Ja, reicht ja erstmal, oder? Auch noch mehr. We need more. Noch ein Meteorit. Ach du Scheiße. Was? Oh, ich bin schon hier auf Deposit All gegangen. Warum nur? Warte, den kann ich echt gleich hier lassen. Ah, die Quickstack funktioniert schon was Feines, muss man mal sagen. Ja, ich wollte auf Quickstack klicken, aber landete daneben. War nicht, sagst du? Boah, ich brauche eine neue Truhe, glaube ich. Wie macht man nochmal Truhen? Mit Holz. Und Eisen, glaube ich. Also ich bei mir eine Etage hochspringen, da ist Eisen drin. Nee, ich habe auch Eisen, keine Sorge. Alles am Start, hier ist da die Truhe. Ach komm, machen wir es gleich 2. So, ich verkaufe jetzt hier ein bisschen Schrott. Ach Quatsch. Also ich kann mal noch von allem eins übrig lassen. Die wollten wir noch behalten. Ja. Ich habe sogar Munition für die blöde Muskete, ey. Ja, vielleicht hier. Bei dem Muskete. Nee, der hat nur Granatenbomben und ein Mieter. Gel, ey, Wahnsinn.
Der hier müsste doch sowas haben, oder? Auch nicht. Ja, du hast doch nach... Brauchst du noch Glowsticks, sag mal? Ich hab noch 150 Glowsticks. Du kannst mir welche geben, ich hab grad... Hier, hast du 50. Ja. Unholy Arrows hab ich auch noch... Boah, alter Schwede. Ja, bei dem hier kannst du auch Unholy Arrows kaufen. Hier gibt's auch Musketenkugeln. Das ist ein Kupferstück. Ja, brauche ich aber eigentlich nicht. Benutze ich eigentlich kaum. Boah, irgendwie habe ich so wenig Ordnung in meinen Thron, das ist der Hammer. Naja. Ah, Iron Balls habe ich auch noch hier. Los, Junge. Ah, die Mushrooms. Nein! Scheiße. So schnell. Runtergefallen, kacke, ey. Gehen wir noch in die andere Richtung, dann haben wir vielleicht sogar schon wieder 10 zusammen. Dann fehlt nämlich da nur noch einer. Darkwood. Ja, da ist doch schon einer. Okay, ja, wir könnten jetzt eigentlich mal nach den Meteoriten Ausschau halten. Und nach links gehen und wenn wir noch eine Corruption treffen, dann können wir die Corruption mitnehmen, sozusagen. Ja. Das können wir machen. Warte. Nix, warte. Ups. Doch, ich habe einen Stern für dich. Ich brauche mehr als einen Stern, ich brauche mindestens zwei. Achso, ich meine jetzt in die Truhe gelegt zu Hause. Ich habe einen kompletten, meine ich. Ja, dann kannst du da machen. Ich gehe dabei schon mal los. Mana Kristall. Kann ich das aktuelle werfen, was ich in der Hand habe? Cool. Schlage ich ihn gerade aus meinem Pickaxe. Ist klar. Ich glaube, in der Richtung war sogar noch eine Corruption. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube sogar fast zwei vor dem Dungeon dann noch. Ach shit. Ach, wir haben uns einen Spawnpoint nicht gesetzt. Also ich nicht. Ich auch nicht. In so einem Haus. Oh, kacke. Wir haben vor allem kein Zeug mit, um dort einzubauen. Oh, kacke. Geh ich jetzt nochmal zurück? Oh. Mal zurückgehen. Oh, fuck. Ich muss nochmal zurückgehen. Was braucht man für ein, wie heißt's? Bett? Nein. Braucht man was? Seide brauchst du für ein Bett. Und ich glaube Holz oder sowas? Ja, Holz hätte ich. Seide halt. Seite habe ich durch einen meiner Truhen, musst du mal gucken. Auch hier ist jetzt ins Haus nicht kurz runter. Scheiße, wieso habe ich denn mein Bett nicht gesetzt? Ich bin nerd. Ich spiele es nachgemerkt, wenn ich ein Magic Mirror anschmeiße, ey. Du kannst jetzt auch ein Magic Mirror. Ach nee, dann bist du ja ganz weit weg. Ja, da bin ich rechts in der Corruption wieder drin. Das wäre nicht so schön, ehrlich gesagt. Boah, dieses Loch geht mir so auf den Sack hier, jetzt reicht's mir aber. Welches Loch? Ey, so ein komisches Loch, hab ich mit Holz verkleidet. Ist mir egal. Oh, mal Cobwebs noch sein. Hm? Ist tief in die Erde gegangen, da muss doch irgendwo noch Cobwebs sein. Ich hab da noch Seide. Ach so, na, dann hätten wir ich hab doch gesagt, guck in einem meiner Truhen nach. Ja, nicht. Ja, ich wollte nicht zurückgehen. Du bist wohl nicht da, oder was? Ich hab in meiner einen Truhe ist 6 Seide drin. Jetzt in die Erde gegangen.
Und 121 in meiner Truhe ist erstens 6 Seide und zweitens 126 Cobweb drin, aber suche ich unten. Wo bist du jetzt? Unter der Erde irgendwo, am Arsch. Ja, ich komme wieder. Wieso brauchst du ein Bett eigentlich? Warum? Na, um dort meinen Spawn zu setzen. Wohin denn? Na, da wo wir in der Küche dann sind. Brauchst du nicht, du wirst nicht sterben, oder? Meinst du? Wir müssen ja noch ein Haus bauen und alles. Naja, Haus bauen ist ruckzuck gemacht. Ja, ich habe keine Materialien dafür mit. Du? Ja. Du hast Wände und sowas. Und Hinterwände und so. Ja. Ich habe genug Holz, um das alles zu bauen. Ja. Und Stein. Okay. Mein Holz ist, Haus ist jetzt nicht aufwendig. So, habe ich noch eine Seide. Ich bringe jetzt mein Bett mit. Problem ist nämlich, wenn du Cobweb findest, musst du erst auch noch so ein Spinnrad bauen und sowas alles, ne? Das zu spinnen. Ganz toll. Haben wir bei uns im Haus alles schon gemacht, ne? Aber in der Fremde, in der Wildnis nicht. Und ich bin wieder an der Oberfläche. Glückwunsch. Oh, die verkackten Mushrooms, die überall liegen, ey. Ich hause echt in den Müll. Weißt du, ich habe mir noch nie einen Hype gecraftet. Ein was? Ich hab mir noch nie einen Heiltrank gecraftet. Ich auch nicht, aber ich hab's ja schon verbessert. Das ist echt wichtig. Oh. Weil ob du 50 oder 100 Leben trinkst, ist in so einem großen Kampf schon entscheidend. Mit kann dem Cooldown. Verbessern? Ha? Wie kann man die denn verbessern? Indem du zu einem Tisch gehst mit einer Vase, hab ich dir schon mal erzählt. Ja, aber da habe ich vorhin das nicht gesehen. Dann nur... Und du brauchst dafür entweder diese Pilze oder irgendwas anderes, muss mal gucken. Weiß ich gar nicht. Hier ist eine Wüste. Ja, ich weiß, da kannst du sogar zwei Wüsten dazwischen. Aber Wüste ist ja egal für uns. Ja, hier ist ein Corruption. Anfangen kannst du schon mal ein Haus bauen. Ja, ich suche nur ein geeigneter. Irgendwo. Ja, hier oben ist doch schon eine Holzplattform. Da ist einfach drauf. Gehen schon mal ein bisschen nach unten. Alter, ist doch nicht normal. Schon wieder Fallschaden bekommen. Bisschen ausleuchten unten. Och nö, nicht schon wieder Wasser. Okay, hier ist aber auf jeden Fall nix. Hier ist nix. Oh, da ist was. Nummer 8. Nummer 1. Muss da auch ein Tisch drin sein im Haus? Nein. Ich
glaube nicht. Kannst du den Spawnpunkt setzen oder nicht? Warte, ich muss noch von hinten verkleiden. Das ist nochmal eine schöne Corruption, hier ist ein Haufen Demon Knight Ohr hier unten. Set. Okay, dann komm ich schon wieder nach oben. Etwas, wenn gut. Du das Leute... Ist eine eine Kugel und eine goldene Truhe daneben. Was sollst du sagen? Wenn du die mit den Wild Thorn tötest, diese Eater of the World, dann droppen die auch Mana-Zeug. Immer. Ja, ja. Das droppt immer das, was dir fehlt. Also wenn du dir Leben fehlt, droppt der Herzen, wenn dir Mana fehlt, droppt der Mana-Potions. Okay. Das ist bei allen Gegnern normalerweise so. Auch bei den normalen, die du so tötest, ne? Wenn dir natürlich Leben und Mana gleichzeitig fehlt, ist doof, ne? Dann droppt er dir meistens immer das, was du gerade nicht so unbedingt brauchst. Also meistens halt nicht das Leben. Da unten schon fertig? Nee, bei weitem nicht. Da ist noch ein Haufen Zeug da unten. Na dann runter, oder? Ja, ich will mir Spawnpoints setzen. Du verstehst? Das ist nicht wahr, oder? Was denn? Hier ist dieses gelbe Erz. Was denn? Kann ich abbauen. Ja, das können wir erst ganz am Ende abbauen. Was hast du jetzt erwartet, dass du es abbauen kannst, oder was? Naja, klar, ich hab doch das Imba-Zeug. Hä? Du hast ungefähr das Mid-Game-Equipment jetzt. Aber nicht. Pff, du Checker, ey. Weißt du, was da alles noch dazwischen kommt? Wir haben, die Welt ist noch nicht mal im Hard-Mode, Junge. Was glaubst du denn, wo wir sind? Bei Wünsch dir was, oder wie? Wir sind nicht bei Wünsch dir was, sondern wir sind bei So ist es. Ich kann das Carol Trap nicht abholen, Mama. What? Ach, falsches Loch, shit. Ich komme wieder runter. Wie viele müssen wir noch zerstören, bis der nächste kommt? Weiß ich nicht. Ach, hau es einfach rein, ey. Ist ja wurscht. Machst du alleine kaputt mit Wildthorn. Links oder rechts? Links. Ah, du kippst hier unten ran, alles klar. Will ich mich mal hier an den machen. Hier sind drei Stück bei mir. Na, da grab ich mich mal zu dem einen hier vor. So, mal gucken, was in der goldenen Truhe ist. Ich bin hier gerade bei einem mit einer goldenen Truhe. Ich hoffe, na, den meine ich doch. Ich sag doch, da kannst du mal gucken, was bei dem mit der goldenen Truhe ist. Zuhören. Da gucke ich mal, was bei dem mit der goldenen Truhe ist. Na, Kubis mag ich auch. So, ein Magic Mirror. Ehrlich? Ja. Scheiß. Das ist natürlich eher so semi. Nehmen wir mit. Pfeile. Wir haben noch oben einen liegen. In der Truhe. Echt? Aber nehmen wir ruhig mit. Was machen wir, Hammer, hab ich gehört. Bei dir oder bei mir? Bei dir. Coming. 7. Hallo. Ah ne, das war meine Muskete. Oh, falsch. 6. Mein Ende ist weg.
dein Ende. Ja, hier oben war doch ein Ende. Komm zu dir. Hä? Der backt. Machen alle. Ey! Ich runde so auf den Arsch. Es müsste noch ein Zipfel sein. Ja, der ist hier irgendwo. Du hast sie leer gemacht, ne? Ja. Jawohl. Na oh, toll. Ab nach unten müssen wir eh. Ja. Bing. Herzen und Mana. Da blubbert was bei dir. Ja, ja. Ich hab noch. Ja, okay, ja. Sag nur. Hammer. Ich bin es gewohnt, dass der Hammer bei mir auf der 4 ist. Hab ich aber jetzt geändert. Orb of Light. Yay. Den habe ich jetzt aber weg. Truhe ist leer. Ja, ist leer. Also für den Anfang ist dieses Wildthorn übelst geil, aber am Ende, naja. Ja, da kannst du noch Shrug gehen, ja. Ja, das ist halt, weil es so durchhaut, ne, so geil. Genau wie diese Ball of Hurt, ne, eigentlich normalerweise. Wieso kriegst du dich von da ran? Dauert ein bisschen länger aus.